schön, dass du das einsiehst. Also, wenn du etwas über das Artefakt in Erfahrung gebracht hast, dann komm einfach hierher und sag mir Bescheid. Meinetwegen. Ja, man kann eine Belohnung verlangen. Also, es war der große, namenlose Held, aber, kocht ja auch nur mit Wasser. Ich habe da mal eine Frage. Ja, was willst du noch wissen? Was springt für mich bei der Sache heraus? Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich jetzt verhört. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ist es nicht deine Pflicht, als Paladin für Innos gegen Belia zu streiten? Und nun verlangst du sogar Gold für meinen Auftrag? Du solltest dich schämen. Moment mal, du hast doch immer hier in den ersten Folgen erzählt, hier, was springt dabei für mich raus. Also, Gleiches mit Gleichem. Geldgier, Schamgefühl. Geldgier, ich bin aber nicht geldgierig. Ich mach mal Schamgefühl. Geldgier, das ist ein... Nee. Du hast recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir leid, dass ich mich so vergessen habe. Schon gut. Reden wir nicht mehr darüber. Ja, ein herzliches Grüß Gott, Servus, guten Tag, Grüezi miteinander und alles, was es noch für Begrüßungen gibt an unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Followern. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe nochmal das Ganze rekapituliert und zwar an der Stelle, wo ich mich entschieden habe bei dem neuen Helden, dem namenlosen Helden, keine Belohnung abzuverlangen, weil ich einen Tipp bekommen habe. Also, Grüße gehen raus an den guten Tippmaster und machen wir weiter. Muss mal wieder umswitchen, richtig so. Ich stehe ja hier vor dem Lava-Golem, ne? Also der Lava-Golem, ich hatte ja fälschlicherweise gesagt, das sei ein Feuergolem, aber es ist ein Lava-Golem. Gut, meine Regenerationsleiste ist nicht mehr so gerade voll, deswegen gehe ich mal auf Kokosfleische. Da gibt es nämlich auch noch eine schöne Raffiniertheit. Raffinutzig, ja, manchmal mache ich so eine Wortbildung. Schmeckt saftig und frisch. Das ist immer grundsätzlich ein Hinweis dafür, dass es einen Stärkebonus gibt. Das ist doch klasse, ne? Gut, okay, dann werde ich nochmal weiter gucken, was man hier noch essen und trinken kann. Okay, bis hierhin. Und dann überlege ich mir, wie man den jetzt am besten... Ja, mit Eis vielleicht. Also vielleicht eventuell mit einer Eislanze. Ich gehe mal ein bisschen weiter vor. Oh. Oh, das hat was gebracht. Aber da ich ganz wenig habe, ich habe jetzt nur noch 2 in petto von Eislanzen, versuche ich ihn doch mal irgendwie hier... Oh, der hat ja noch nicht mal zur Animation ausgeholt hier. Yusuf und mitten rein in die Dingsbums, in die Crawlers hier. Das fängt ja gleich ganz toll an. Und ich kann nicht weiter springen, weil ich hier noch eine Waffe habe. Und ich bin wieder sehr stark an... Nein! Das war jetzt kacke. Gut, ich habe ja noch ganz viele Eiswellen geschrieben. So, und dann... Ja, los und... Ja, das hat geklappt. Haben wir den Lava-Golem erstmal eine Runde in Eis gehüllt. Und da hinten ist noch einer. Aha. Das wird viel. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Ja, genug Mana habe ich. Gibt's da irgendwie? Nee. So, Lava-Golemchen. Kannst auch mal hier auf mich wieder zuschreiten. So. Und Hacke, Hacke. Da geht dahin der Gal. Der Galalovem. Der Lava-Golem. Zip, zip, zip. Ach, wir sind jetzt auf Anne-Seite hier, oder wie, oder was? Ich wollte doch eigentlich zu dem Häuschen oben, zu dieser Burg oben drüber. Nee, das kenne ich noch nicht. Starker Sandcrawler. Okay, die können wir eigentlich
verstärkt. Das sind aber viele. Mann, oh Mann. Okay. Ja, komm mal an. Im Grunde genommen sind sie mir alle ein bisschen zu dicht dran. Gucken wir mal weiter. Was gibt's denn hier noch? Irgendwas Besonderes? Nee. Höchstens, dass man hier noch drauf kommen kann. Okay. Ja, jetzt habe ich zwei. Einer kommt noch. Okay. Manchmal springen sie zurück und manchmal auch nicht. Dann werden wir hier nochmal versuchen. Und da hinten ist ein Feuer. Also hier. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Menschen. Er springt auch zurück. Es sind ziemlich viele von diesen Crawlern hier. Bin der Meinung, ich mach die mal im Off. Okay. Gut, also hier ist noch einer in dem Bereich. Und wenn man, noch zwei oder drei. Wenn man schnell genug zuhaut, also in der Combo. Das ist natürlich jetzt hier wieder der Vorführeffekt. Weil ich habe sie nämlich ziemlich schnell umhauen können. Genau. Und zwar im Zurückgang dieser Sandcrawlerches. Okidoki, haben wir alles. Ja, dann werde ich mal hier nochmal kurz absuchen, ob es hier irgendwas Wichtiges an Kräuterches gibt. Also hier war ich ja noch nicht so genau. Ist das jetzt eine andere Seite von der westlichen Wüste? Ich weiß es nicht. Okay, dann gehen wir mal hier bis zu diesem brustförmigen Gestein. Und gehen mal rüber, wo das Feuer ist. Und gehen erstmal hier quer rum. Ob es da was gibt. Das ist Textur. Kann ja sein, dass wir irgendwelche Leichen oder Skelette rumliegen mit Belohnung. Wo war denn jetzt das Feuer? Oder war das nur eine Fata Morgana? Ach, Moment mal, die Dinger kenne ich doch. Okay, hier geht's nochmal hoch. Merken. Habe ich mich jetzt geirrt? Ich habe doch ein Feuer gesehen. Hier in der Richtung. Da muss ich mich echt verguckt haben. Da muss das eine Fata Morgana gewesen sein. Hab doch schon eine Brille auf. Hier gibt's noch ein paar lustige Wüsten. Scavenger, okay. Oh, mal gucken. Na, will er wohl nicht. Wüsten-Scavenger haben wir noch nicht nicht gehabt. Ja, ich weiß. Aber ich muss ziemlich nah dran treten, bevor ich die kriege. Hier noch so. Weil hier ist ja wieder alles geschlossen. Ja, da ist doch das Feuer. Was sind das für Menschen? Das sind Wüstenräubertsche. Wüstenräuber. Weia. So, dann lasst mich raten, dass alle aufstehen und alle ihre Bögen ziehen oder Armbrüste. Abgespeichert habe ich ja jetzt eben. Hallo? Ja, genau, jetzt bin ich dran. Ich wusste es, Armbrüste, okay. Oh,
das war jetzt aber wirklich Trommelfeuer. Was haben wir denn? Kommen irgendwelche nach? Wohl eher nicht. Gut, dann muss ich mir mal wieder was überlegen. Vielleicht so mit Unwetterches oder so. Okay, dann versuchen wir das Ganze mit dem Das ist mir zu wenig. Ich muss noch was trinken an Mana. Das war mir doch ein bisschen zu wenig. So, stopp. Hier die Sachen. Jetzt. Jetzt könnte es was werden. Okay. So, ist das zu... Okay, dann machen wir das mal. Ich mach dich fertig. Ah, das wird bestimmt auch nichts werden. Was ich jetzt nicht verstehe, warum... Achso, ich habe das Unwetter noch in der Hand. Und ich werde wieder... Ich werde wieder gepiesackt. Okay, dann pass auf. Ja, sind sie alle wieder natürlich alarmiert. Aber jetzt will ich mal gucken, ob sie sich nach dem Unwetter auch noch regenerieren. Also so ein Pulk zu vernichten, das ist nicht so einfach. Ja, das sieht schlecht aus. Da habe ich Mist gebaut, klar. Ja, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ah, was ich leider nicht habe, ist ein Verwandlung-Golem oder Stein-Golem. Aber bei meinen Versuchen ist mir aufgefallen, dass hier noch dieser lustige Fels einen Aufgang hat. Mal erstmal forschen, was es da gibt. Oh! Eislanze oder sowas, ne? Untoter Erzmagier, okay. Oh Mann! Mann, oh Mann, oh Mann! Und da segel ich da runter. Okay, mal gucken. Oder, Moment mal, ich habe einen dämonischen Pfeil eingelegt. Vielleicht bewirkt er mehr. Ah, ja, okay. Diesmal hat er nicht... Was ist denn das? Ach, ein Skelettschütze war das nur. Dann ist der Magier noch irgendwo, Skelettmagier noch da irgendwo sich am Verstecken, ne? Dann schauen wir mal, wo er so da ist. Aha, aha, aha. Starker Skelett. Was war das? Ein starker Skelett, Heinz. Ach, und der ist hier in der Dings. In der Animation gefangen. Ah, Mist. Nein! Okay. Aua. Okay, vielleicht kann ich ja ein paar verkraften. Wenn er überhaupt dazu kommt. Er kommt nicht mehr dazu. So, Skelettkämpfer. Starker Skelettkämpfer. So, oder? Und dann ein untoter Erzmagier. Und ein Trüchen. Was haben wir drin? Ein Lederbeutel. Also schön mit Goldbrocken gefüllt. Die haben wir jetzt auch. Die werde ich dann mal öffnen und mich ein bisschen stärken. Das wäre hiermit geschehen. Ja, und hier liegt dann noch was rum. War noch was? Nö. Ja, ansonsten geht es hier nicht weiter. Dann geht es wieder runter. Vorsichtig, vorsichtig, Roland. Achte auf deine Schritte, bitte. Also hier dieser Baumkuchenfels, ne? Der dachte ich, den hätte ich... Ah, die haben sie wahrscheinlich gedoppelt. Hm.
Weil der aber auf der anderen Seite war der nämlich genauso gleich. Gut, Schubidu? Schubischu? Oder was? Gibt's hier noch mehr? Muss mal gucken, ob ich nicht hier schon war. Doch, war ich noch nicht. Hier gibt's noch mehr. Sandkrollertjes, eine ganze Menge. Ja, okay. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das jetzt. Ja, da war's. Der wollte nämlich zurücksetzen und hat's dann doch nicht mehr geschafft, wenn man die Combo schnell genug ausführt. Ah, da hat's wieder nicht geklappt. Ah, es bedarf ein wenig Übung. So. Okidoki. Dann haben wir das auch. Eigentlich ein guter Orientierungspunkt hier. Der Brüstefelsen. So, vielleicht sollte ich mal abspeichern. Dann gucken wir noch mal, was die Wüstennacht noch für uns mitgebracht hat. Ja. Okay. Okay. Gut. Ah, Wüstensnapper. Okay. Ja, schön. Und wieder eine Stufe gestiegen. Du sollst weiterschießen. Mann, oh Mann, nicht dumm. Das hätte ich anders machen müssen. Aber nun gut. Oh! Oh, nope. Gut, auf ein neues, was eben bei den Wüstenräumern nicht geklappt hat, das mache ich mal hier. Gucken, vielleicht haben sie eine dünnere Haut. Okay. Ja, okay. Dann sollte ich trotzdem doch noch ein bisschen nachhauen. Ja, auf jeden Fall nicht zu Tode gekommen. Das sind ja drei, okay, haben wir. Jetzt mal gucken, ist da noch einer da? Und wenn ja, wo versteckt der sich? Da kann ich hier hoch? Ah ja, kann ich ja. Da sind noch mehrere von denen. Ja, mal gucken, vielleicht komme ich so weit. Ah, der ist näher dran. Ja. Und die kommen natürlich, haben da einen Unterstand. Na toll. Das ist blöd. Also mal gucken, von welcher Seite sie kommen. Das ist, weiß man ja nie. Da. Na also, bleibt hängen. Okay, den haben wir. Hier ist noch einer. Gucken. Oh, da ist noch einer. Ja, ich wusste es. Komm ich. Oh Mann, bleibt er hier hängen? Ja, bleibt tatsächlich da hängen. Gut für mich. Aber hat mir noch ein Popo gebissen. Der Pölsefüßen-Snapper. So, einmal Wundheilung bitte. Oh, mittlere Wunden reichen schon, okay. Sup, 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 sup. So, das sollte reichen. Perfekt. Ja, das ist auch hier wieder gut gesät. Oh Mann. Ja, brauchst auch nicht mit deinem Kopf schütteln. Versucht immer die Pfeile da abzuschütteln. Ah, ein paar Wüstenwölfe sind auch wieder da. Oh. Das geht ja relativ fix. Mit dem Bogen. Die könnten verschaltet sein. Okay.
Okay, die sind auch ein bisschen weg. Wüstenscavies. Okay. Na, gib mir bitte den vorderen. Wumms. Ah, kommt immer sehr hart an mich ran. Und das war die Plateauform, wo ich war. So, mache ich die jetzt nochmal kalt auf der Seite? Nee, ich bleib erstmal auf der linken Seite. Speicher nochmal ab. Okidoki, dann gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Der Snapper ist ziemlich weit vorne. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter hier hin. Ah, hier ist wieder eine Anhöhe. Oder komme ich eventuell? Vielleicht eventuell. Ja, wenn ich hier hochkomme, kommen die auch hoch. Und das sind ja gar nicht mal so unwenige. Mal gucken. Schieße ich mal an. Okay, drei kommen. Ja, okay. Er guckt blöd. Er guckte doof. So, wo ist denn jetzt der andere Wüsten? Snappers. Sorry. Ach da. Wüstensnapper. Siamesische Wüstensnapper-Zwilling. Ach, der obere, da ist er. Gut. Auf, wie geht's? Weiter. Wer ist noch mit wem hier verbandelt? Oh, sind da so viele? Oh, das ist auch eine Dreiergruppe. Okay. Auch eine Dreiergruppe. So, da hinten ist noch einer. Den muss ich auch noch irgendwie hinkriegen. Kommt der schon? Nee, kommt noch nicht. Wer guckt schon in meine Richtung, der Heinz da? Warte mal. Ah, jetzt hat er mich. Aber der andere ist noch nicht im Angriff. Doch, sind das viele Wüstenschnäppe. Ah, die beiden stehen da auch noch ruhig rum. Ah, den habe ich nicht getroffen. Zeit zum Looten. Hallo, habe ich die schon? Okay. Oh! Was ist denn jetzt los? Meine Pfeile sind alle. Warum? Frage ich mich jetzt mal. Wieso ist das jetzt so? Ja, ich achte nicht auf... Was haben wir denn hier? Feuerpfeil, magischer Pfeil, Bolzen, dämonischer Pfeil und Giftpfeil. Ach, ich habe die ganze Zeit mit normalen Pfeilen. Asche auf mein Haupt. Giftpfeil in die... In den Bogen. So, jetzt aber. Ach ja. Gucken. Naja, auch drei Pfeile. Oder? Ne, siehst du? Zwei Pfeile, okay. Je nachdem, wie nah man dran ist. Jetzt. Da hinten ist was. Da sind auch Wölfchen, denke ich mal. Yep. Wüstenwölfchens. Na? Nehmen wir mal den linken. Okay, da dürften auch zwei reichen. Oh, und sind drei. Und der macht noch mal einen Haps nach mir. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier weiter, nachdem ich mich wieder erfrischt habe und gespeichert habe. Oh, schöner Schein. Schauen wir mal, was war. Nee, du sollst den Bogen bitte nehmen. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Bei den vielen Kaktussen. Nein, das heißt Kakteen. Ja, ich weiß. Was? Da oben geht's auch noch mal rein. Da habe ich nämlich was gesehen.
Ja, und dann haben wir jetzt hier mal die Runde gemacht und sind dann wieder bei den Wüstenräubern. Oder? Ja, da sind wieder Wüstenräubertjes. Hä? Wie ist denn das? Ja, dann ziehen die alle. Moment mal, ich speichere nochmal ab und schaue mal, ob ich eventuell Schutz hier kriege, ob die mich irgendwie schützen. Los. Mann. Jetzt. Stopp. Ah, hört sich gut an. Okay, aber nur der eine ist tätig. Natürlich hier im Maschinenfeuermodus. So, mal abgespeichert und nochmal neu geladen. Und zwar die ganze Sache. Ah Mist, dann bin ich jetzt zwischen. Ja, nee. Er versucht jetzt seinen Bogen zu ziehen. Ah. Nee, jetzt kriege ich auch wieder einen ab. Okay. Das war schon mal das. Sehr gut. Schauen wir mal, ob wir das ungefähr so genauso hinkriegen. Ah, das ist ein schmaler. Das ist ein. Wieder so ein dickerer. Dann gucken wir mal. Komme ich dran vorbei? Welcher Wüstenräuber wurde anvisiert? Elite, sind alles Elite-Teile. Leute. Die quarzen alle da. Ah, shit. Los. Okay. Ui, da hat sich einer während des Abspeicherns hier vorgewagt und bleibt stehen. Aber der da hinten ist kräftig am Ballern. Das ist mir zu gefährlich. Lade ich den Spielstand hier nochmal ein und hoffe darauf, dass... Stopp. Giftfall. No. Und hoffe darauf, dass das bei dem nächsten auch so funktioniert. Jawohl. Das war übrigens ein schöner alter Trick, beziehungsweise von, ich glaube, Taris war das, der mir den Trick erzählt hat. Gut, das werde ich dann hier auch mit den anderen Wüstenräubertjes machen. Gucken, schön dicht hier dran. Und werde dann, wenn er auch wieder hier in Serie schießt. Aha. Nö, der reagiert anders. Er kann sich nicht entscheiden. Nimmt er den Bogen oder nimmt er ihn nicht? Wow, sehr schön. Wie viele stehen noch sichtbar? Dreie. Einer hockt, zwei stehen. Speichern. So, dann machen wir mal gleich den nächsten. Oh, werden gar nicht anvisiert. Das ist jetzt schlecht. Mist. Und der mittlere, Moment, der rechte. Ne, die anderen werden gar nicht anvisiert. Kann ich nichts machen hier. Kann nur mit dem Kopf schütteln hier. Aber mal gucken. Ah, der kommt sogar näher. Das könnte sein Verhängnis werden. Ist es auch. Da waren es nur noch zwei. Anführer der Wüstenräuber. Okay. Mal gucken. Der hat zwar seinen Bogen schon im Anschlag. Hat sich jetzt ein bisschen bewegt. Kommt sogar auf mich zu. Oh! Tja, das war knapp. Sollte ich mich mal wieder regenerieren? Schön. Den Anführer haben wir. Ja, dann ist der hier wohl easy zu packen, denke ich mal. Das ist ja auch nur ein Elitenwüstenräuber. So. Gucken, ob der noch dazu kommt. Er kommt sogar auf mich zu. Einen hat er noch hin. Zwei hat er hingekriegt. Mann! Aber traf mich nicht. Yippie! Orientalischer Kampfbogen. Okay. Gibt's da was? So ein Bier, Wasser, Banane? Ja, schön.
Dann looten wir sie mal schnell. Okay. Hier lag noch was. Nee, hier ist ein Pfeil in der Luft. Okay, die haben wir jetzt. So, habt ihr denn wenigstens hier was zu verstecken oder zu verbergen oder was? So, und der Anführer? Jetzt habe ich nicht geguckt, was der Anführer hatte. Ah, oh, muss ich im Schnitt gucken, liebe Freunde. Und ein Lagerfeuer. Das heißt, setzen wir uns mal schön gemütlich hier hin. Ach ja, und braten erstmal alles Fleisch, was wir so haben. Das waren 69 Fleischstücke. Liebe Freunde, vielen herzlichen Dank wieder fürs Angucken. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie wir weiterverfahren. Ich muss wieder zurück zur anderen Seite und oh, das ist hier sowas von vertrackt, dieses Gebiet. Okay, also in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein, gebt einen Daumen und ihr wisst Bescheid. Tschüss!